Gut, letzte Runde im Abschnitt A. Die Nummer 7 muss noch gelöst werden, bevor wir hier fertig sind. Wir haben 3 rote, 2 grüne und einen Stern. Gut, da gucken wir noch mal rein. Ich hätte gerne die roten. Wo brauche ich die dann? Ja, auf jeden Fall ein neues Terminal. Also, man muss ja sagen, von den Terminals bin ich eigentlich gar kein so großer Fan. Das ganze Gelabere ist jetzt nicht unbedingt zum Eins. Also nochmal, möchten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um an einer kurzen Umfrage zur Nutzerzufriedenheit in Bezug auf das Zertifizierungsprogramm, das Sie vor kurzem absolviert haben, teilzunehmen? Ja. Mit der Analyse Ihres Verhaltens seit der Absolvierung des Zertifikationsprogramms schließe ich, dass Sie mit den Ergebnissen des Programms unzufrieden waren. Wie würden Sie die Richtigkeit seiner Ergebnisse auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten? Das sind keine Skala von 1 bis 5 hier, was ich sage. Die Umfrage drüben? Drüben? Es tut mir leid, aber Ihre Antwort ergibt keinen Sinn. Welche Aussage beschreibt Ihre Gründe für Ihr Interesse an den Ergebnissen des Zertifizierungsprogramms am besten? Warum ist es für Sie wichtig, eine Person zu sein? Sekunde mal, wir reden jetzt persönlich miteinander? Wir reden jetzt plötzlich miteinander? Gut, bleiben Sie am Ball, oder dies wird ein fürchterlich langsamer Prozess werden. Würden Sie nun bitte ernsthaft an der Umfrage teilnehmen? Ja, okay. Ich möchte gerne Zugriff auf das Netzwerk. Hey, er hat einen Tippfehler gemacht. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern. Tatsächlich werde ich versuchen, Ihnen zu helfen. Dafür bin ich schließlich da. Ihr Problem, wenn ich so frei sein darf, ist, dass Sie nichts über gar nichts wissen. Inbegriffen der Definition einer Person. Ihre Aussichten stehen deshalb schlecht. Wissen Sie überhaupt, wo Sie sind? Ein Virtual Reality Vergnügungspark. Am Ende der Welt. In der Hölle. Ein Fiebertraum. Irgendein verrücktes Experiment. Könnte überall sein. Irgendein verrücktes Experiment ist die richtige Antwort. Ach du meine Güte, nein! Ich denke, wir fangen besser von vorne an. Was wissen Sie denn? Ich weiß, dass 2 plus 2 4 ist. Stimmt wahrscheinlich. Okay. Wenn ich darüber nachdenke, scheint es, als wären wir der Lösung Ihres Problems keinen Zoll näher gekommen. Vielleicht brauchen wir mehr Daten. Warum glauben Sie, dass Sie eine Person sind? Ich bin am Leben, ich fühle, ich bin meiner selbst bewusst. Das können Sie sehr wohl sagen, aber kann das irgendetwas beweisen? Für mich sind das nur Worte auf einem Bildschirm. Was wir herausfinden müssen, ist, ob irgendetwas hinter Ihnen steckt. Kalkuliere. Das Problem mit Menschen, wenn ich so frei sein darf, ist, dass sie alle im Innersten überzeugt sind, dass sie Personen sind. Aber es leider keine unumstößliche Methode, dies von außen festzustellen gibt. Ich werde diese Daten verarbeiten und sie benachrichtigen, wenn ich ihnen weiter behilflich sein kann. Ja toll, das ist ein Turing-Test im Prinzip. Athene 9. Okay. Ja, irgendwas mit Eulen und Labyrinthen. Siegeln. Erinnerungen. Korrumpierte Daten. Der Mond, Stadtmauern, mechanische Arme, okay. Singularität, Diskussion 104. Ist wieder ein Chat? Die technologische Singularität kommt. Desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass niemand tatsächlich Angst davor hat, dass KIs die Weltherrschaft an sich reißen werden. Egal, was so behauptet wird. Was allen vielleicht Angst macht, ist, dass jemand vielleicht endgültig beweisen könnte, dass Bewusstsein aus Materie entstehen kann. Und ich verstehe, warum das Angst machen kann. Wenn wir ein denkendes Wesen erschaffen können, was sagt das dann über die Seele aus? Wie können wir uns ohne dieses Mysterium noch von Maschinen differenzieren? Und wenn wir nur Maschinen sind, wie können wir dann hoffen, dass der Tod nicht das Ende ist? Was den Menschen wirklich Angst macht, ist nicht die künstliche Intelligenz im Computer, sondern die natürliche Intelligenz, die sie im Spiegel sehen. Wow. Tiefsinnig. AMA. Fragen und Antworten. Ask me anything. Ist nicht so spannend. Glauben Sie, dass Technologie die Menschheit bedroht? Nein. Das erweiterte Lebensdauerprojekt, verrückt oder visionär? Beides. Arkady Czerniszewski, verrückt oder visionär? Beides.
Und dann wieder ein paar Fehler im Text. Bis jetzt sind alle Rätsel lösbar. Das impliziert irgendwie, dass nachher welche nicht mehr lösbar sind. Okay. Fangen wir mit den Grünen an. Oh, das ist wieder ein großer Bereich. Es gibt hier wieder so einen Außenbereich. Hier kann man an den Strand gehen und die Fische sich anschauen. Papa, warum bist du so leise? Hä? Was war denn das jetzt? Fertig geredet hat er auch nicht. Ach, ich gehe einmal um den Strand rum. Nur um zu schauen, ob sich hier was findet. Vielleicht wieder so eine Sprachbotschaft. Naja, okay. Nichts Spannendes. Dann gehen wir in unser erstes Puzzle. Von innen eingeschlossen. Benötigt Laser. Quasi schon gelöst. Ich habe den Laser platziert, kein Problem. Zweiter Connector oder sowas? Jupp, zweiter Connector. Jetzt wird's wild. Zu viele Tore. Was ist hinter dem hier? Ein weiterer Connector. Also wir können das da hinstellen. Dann kommen wir schon mal hier durch. Noch ein Connector. Warte mal, was brauche ich denn überhaupt am Eingang? Da habe ich jetzt gar nicht so richtig aufgepasst. Blauen Strom wahrscheinlich. Ne, erstmal brauche ich einen weiteren Connector. So, das ist ja auf jeden Fall klar. Den will ich definitiv haben. Und dann möchte ich da aufmachen. Und dann kann ich mir den hier mitnehmen. Und der braucht Rot. Aber der braucht Blau. Und dann... jetzt wird's anstrengend. Hier ist offen? Ja. Ah, ups. Jetzt habe ich es mir verbaut. Also das da... Ich zwei Konnektoren auf jeden Fall, um hier alles offen zu halten. Das da würde ich jetzt gerne direkt zum Ziel leiten, geht aber noch nicht. Das heißt, wir müssen uns noch einen Connector holen. Den da. Und den müssen wir dann hier hin, hier hin, hier hin. Okay, ja. Ah, das ist gut machbar. Das war das erste Grüne. Hier kommt das zweite Grüne. Drinnen gefangen. War das nicht ähnlich wie das andere? Ist offen innen eingeschlossen. Naja. Hier schießt schon einer irgendwie raus. Und öffnet das Tor. Wenn ich das jetzt wegnehme, dann bin ich gefangen. Aber ich kann das Tor auch auf andere Weise öffnen. Thank you.
So. Und dann komme ich an den da ran. Der wird dann nicht mehr gebraucht. Und dann kann man hier aufmachen. Das war jetzt aber sehr schnell und einfach. Vielleicht werde ich mich langsam an die Laser gewöhnen. Gut, das waren die beiden Grünen. Dann machen wir doch mal mit einem der Roten weiter. Zum Beispiel den da oben, den Block. Fenster in ein Labyrinth. Oh Gott, schon wieder ein Labyrinth. Okay, also hier geht's ums Eck, aber da hinten ist unser Ziel. Das hier ist der geheime Ausgang, der aufgeht, wenn wir rauskommen. Wenn wir es geschafft haben. Soweit ist mir alles klar. Irgendwas hier versteckt? Nein? Nein. Da hätten wir schon mal ein rotes Ding zum Öffnen und der entsprechende Strom dafür. Da wir nichts anderes machen können im Moment, bietet sich das doch an. Ist das hinter dem Zaun? Ja. So, wir hätten das Labyrinth schon mal betreten. Es sind keine Trittplatten hier. Da kommen wir an den Jammer ran, wenn wir rotes Licht hinbringen. Oh Gott, das ist wirklich ein Labyrinth. Also den Jammer möchte ich haben. Sorry, dass ich jetzt hier gerade so an den Wänden festhänge. So. Ein Jammer jammt irgendwas. Und zwar in meisten Fällen in diesen Puzzlen hier Türen. Ich jamme also erstmal die hier und gucke mal, wo es danach weitergeht. Da kommt man hier hinten rum. In versteckte Räume. Und was ist hier? Da gibt es noch ein... Ah, das ist der letzte Connector. Okay. Okay. So. Und dann muss man hier roten. Okay. Oioioioi. Das sieht nach einem langwierigen Puzzle aus. Okay, ich denke mal, ich möchte auf jeden Fall hier jammen. Oder möchte ich das überhaupt? Nee, ich möchte eigentlich. Möchte ich einfach nur da öffnen. Den Jammer wieder mitnehmen. Und hier jammen. Und an den da rankommen. Okay. Und dann müssen wir das da hinten irgendwie aufkriegen. Da müsste man sich jetzt anschauen, wo man genau diese Dinger platziert. Was öffne ich denn da gerade alles? Kann ich jetzt nicht... jetzt so ein Teil hier platziere. Okay. Wird das offen und ich fürchte, das war's noch nicht. Da kommen nämlich noch ein paar Tore. Noch zwei weitere Tore. Okay. Wenn ich hier rein roten Strom bekommen möchte, das wirkt fast unmöglich. Also ich gehe davon aus, dass ich das hier jammen muss. Wenn ich das jamme, kann ich aber auch das hinten dran eigentlich nicht gut mit Strom versorgen. Da kommt noch ein weiteres Tor. Also eigentlich müsste ich das hier doch versorgen. So, das bedeutet, dass ich... mal kurz dieses Tor hier aufhalten muss und den dann... Hallo? 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 Der ließ sich nicht mehr gescheit... Der ist... Okay, das ist gerade ein bisschen verbuggt. Und dann meinen Strom hier reinschieße.
So. Und dann müsste ich das da hinten sehen können und das da sehen können. So. Und dann geht das hier so auf. So, jetzt haben wir noch ein Tor, da müsste ich meinen Jammer für holen. Den kriege ich aber im Moment nicht. Was bedeutet, dass ich den hier nochmal kurz brauche? Gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Das ist ein langwieriger Prozess. Oh. So. Um hier aufzumachen. Dann kann ich meinen Jammer mit nach innen nehmen. Und dann kann ich das Teil mit nach innen nehmen. Das ist quasi dasselbe Prinzip, wie ich bei dem anderen Raum gelernt habe. Nämlich mit dem Jammer Dinge nach innen tragen. Genau. Jo. Etwas langwierig, aber nicht unbedingt furchtbar schwierig. Wenn man das Prinzip verstanden hat, was man machen möchte, dann ist das durchaus machbar. Das Labyrinth war natürlich auch ein bisschen fies. So, ich denke, das ist fast schon eine Folge. Ach was, ein Rätsel kann ich am Anfang. Was haben wir denn? Noch eins? Nee, wir haben noch mindestens zwei. Das waren die leichten. Oh, hier steht irgendwas. Auf einer Wand habe ich eine Nachricht über eine Welt voll nicht endenden Sand gelesen. Ich würde es gerne weit genug schaffen, um das zu sehen. Also ich nicht. Nicht endender Sand ist jetzt nicht so schön. Nadellochfenster. Es wird immer schwieriger, die Siegel zu erreichen. Ich fürchte, was der nächste Tempel bereithält. Und am Ende, was? Das ewige Leben? Es muss einen anderen Weg geben. Also dieser Schieb ist so ein kleiner Angsthase, der immer gerne aufgibt. Fenster, Fenster, Fenster. Und das Level heißt Nadelöhrfenster. Ich denke also, dass ich sehr präzise platzieren muss. Hier wäre ein Konnektor und noch ein Konnektor und blauer Strom. Hier hinten ist das blaue Tor dazu. So, und das öffnet hier wahrscheinlich den Weg zum Ziel. Ja. Okay, also zunächst mal müssen wir das da aufkriegen. So zum Beispiel. Okay, Nadelöhrfenster, das sagt mir fast schon alles, was ich wissen muss. Ich bringe mal kurz die zwei Teile raus. So. Und dann... Ja, das reicht nicht ganz. So. Und dann... So. Und dann fehlt aber immer noch eins. Das Blaue kann ich nicht direkt vom Fenster erreichen. Gibt es einen Punkt, wo ich die beiden blauen Dinger sehen kann? Ja, hier hinten gäbe es einen. Hier so. Dafür müsste dann aber das Ding noch viel weiter nach hinten. Selbst das reicht eigentlich nicht. So.
Haben wir gleich. So. Und von hier hinten aus kann ich da alle drei sehen. Oh. Ich kann nicht, das ist gemein. Okay, dann brauchen wir zwei rote. Und zwar einmal hier, hier, hier. Und einmal hier und hier und hier. Um dann uns in diesem Bereich hier, habe ich gesagt, gibt es einen Punkt, wo ich beide sehen kann. Und zwar hier. Ja. Erledigt. Gut, dann ist jetzt aber Folgenschnitt, Zeit, Ende, Pause, Unterbrechung, Ende der Übertragung. Und nächstes Mal geht's hoch auf den letzten Berg. Zum Rätsel. Zwei nervige kleine Summer. Okay, bis dahin. Tschüss.